Der Krieg Vampire gegen Parasar geht jetzt in die dritte Runde. Zwei Städte haben wir erobert, einmal Isfahan und einmal daneben Erholungs... Wisst ihr, was wir versuchen? Ich versuche jetzt Marcells Technikschule. Oben steht 22.40 Uhr. Schaut mal oben in meiner Systemuhr. Ich versuche jetzt innerhalb von einer halben Stunde Marcells Technikschule zu erobern. Und gleichzeitig zu erklären, was ich mache. Also nicht einfach nur klick, 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 sondern im WB-Style. Aber in einer halben Stunde. Mal gucken, ob das klappt. Ich versuch's mal. Man muss sich Ziele setzen im Leben. Ja? Man muss sich Ziele setzen. Setzt ihr euch keine Ziele im Leben? Ich frag mal ganz kurz, aber dann wollen wir wirklich spielen hier, bevor ich verschwinde. Was habt ihr euch bei Civ 6 schon mal als Ziel gesetzt und ihr habt es dann auch erreicht? Und welche Ziele habt ihr euch gesetzt und ihr nicht erreicht? Und jetzt spiele ich hier schnell weiter. Einmal, da ist ein Händler, wenn wir eine Handelsroute machen. In Blutlache können wir eventuell noch einen Händler irgendwo machen. Oh, ich habe ein Problem mit dem Cursor. Das wird drauf und runter. Noch ein Händler geht nicht. Noch ein Spion geht im Augenblick auch nicht. Handwerker, wir wollten die Handwerkerkarte. Wir waren bei den Politikkarten beschäftigt. Wir wollten die Handwerkerkarte reinnehmen. Dafür müssen wir einmal kurz gucken, was wir erforschen wollen. Boah, ich habe ein Problem mit der Maus. Kaum sage ich halbe Stunde ziehen. Habt ihr gesehen, wie die Maus sich so selbstständig macht? Sabotage durch den Perserkönig oder durch Ludwig? Jetzt ist die Maus plötzlich auf dem anderen Monitor. Ist kein Gag hier. Meine Maus spinnt. Kaum sage ich mal, ich will schnell ziehen. Jetzt geht wieder alles. Gremlins! Gremlins infiltrieren unser Vampirreich. Jetzt ist der Fehler weg. Typischer Vorführeffekt. Ich traue mich kaum weiter zu spielen. Bin massiv, massiv irritiert gerade. Nächste Forschung. Kommunismus. Ja, dauert aber lange. Unten gehen wir lang. Oper und Ballett. Einmal 8 Runden. Kunstmuseum bauen. Schaffen wir nicht. Wollen wir machen. Zum Kommunismus geht's hin. 8 Runden lang Zeit für Handwerker. Wir nehmen eine Karte raus, mit der wir tierisch viel Geld sparen. Nämlich die Unterhaltskarte. Und lassen die Annehmlichkeitenkarte drin. Brauchen wir auch dringend, sonst haben wir ein Problem an der Backe. Und nehmen rein die, wir machen folgendes. Politik ändern, Massenaushebung fliegt raus, Plünderkarte bleibt drin. Wir nehmen die Karte rein, mit der wir mehr Handwerker produzieren. Nämlich Handwerker, die mehr Aktionspunkte haben. Wo ist sie? Hallo Handwerkerkarte. Dadurch geht das auch schneller. Rest bleibt überall drin. Einmal bestätigen. Jetzt werden wir massiv Geldverluste haben oben von minus 85 Scheibenkleister. Krass. Da müssen wir jetzt alle durch. Und jetzt stellen wir, können wir 8 Runden lang bauen. Handwerker bauen. Kunstmuseum haben wir keines. Wir werden auch wahrscheinlich keines erobern, oder? Hier oben einen Theaterplatz? Ich denke keinen. Haben wir einen erobert? Ein Theaterplatz? Ja, aber den haben wir wahrscheinlich auch zu Tode geplündert. Jetzt müssten wir den einmal schnell durchreparieren und ein Kunstmuseum kaufen. Dann hätten wir das Oper und Ballett schneller. Machen wir aber alles nicht. Es sei denn, wir stellen fest, dass wir in irrem Tempo reparieren können. Und das können wir nicht. Dauert 11 Runden. Können wir knicken. Der Plan geht schon mal nicht. Ich reagiere nur auf Kommentare im Chat, die mich nicht ablenken. Ja? Und die spielbezogen sind in dieser Phase. Tut mir leid hier gerade. Wir wollten Handwerker bauen. Noch einen Spion brauchen wir nicht unbedingt. Der ist für die Gegenspionage gedacht. Spione können aber auch mehr Geld bekommen. Ein Handwerker im Bau hier, hier, hier. 3 dahinter. Dann hier vorne Forschungslabor. Handwerker 4 Runden. Handwerker 3 Runden. Thermalbad ist zu wichtig für die Annehmlichkeiten. Handwerker hier vorne 6 Runden. Das können wir mal machen. Hier vorne Panzerabwehrmannschaft. Handwerker 2 Runden ziehen wir vor. Dann haben wir hier vorne den Staudamm. Dann gibt es hier mehr Produktion. Da können wir auch mal kurz einen Handwerker vorziehen.
Hier vorne Wasserpark Braun für die Annehmlichkeiten. Danke an Dan Z. Für 1,5 Jahre treu und Abo auf Twitch. Lieben Dank an dich. Lager hier vorne, Erholungsgarten wird repariert. Hier das Monument gebaut. Thermalbad wichtig für die Annehmlichkeiten. Ein Handwerker, das war's. Forschungslabor bekommt hier Energie, würde uns helfen. Ja, und zwar erzeugt das mit der Energie 11 Forschung mehr. Im Augenblick haben wir 231. Trotzdem, wir ziehen mal einen Handwerker vor. Und jetzt haben wir, glaube ich, an allen Städten, wo es Sinn macht, auch Handwerker eingestellt. Und wieder rauf und bitte weiter. Und dann einen weiteren Händler. Machen wir weiter innenpolitische Handelsrouten. Wenn ja, von welcher Stadt aus wollen wir eine Straße runterziehen? Isfahan hat schon eine Straße, die haben alle Straßen. Wir könnten auch ausländische Handelsrouten machen, um mehr Geld zu produzieren, weil der Weltkongress... Nee, wir haben eine Widmung im Augenblick drin, die uns mehr Geld gibt. Pro Spezialbezirk in der Zielstadt. Bei internationalen Handelswegen. Und wir könnten zum Beispiel einfach von Dracobulsbrook aus einen Händler starten. Wer weiß von euch, wenn ein Händler, ob ein Händler auch Gebirgstunnel benutzen oder ob Händler Feld vor Feld durchziehen. Wer weiß das? Wer weiß, ob Händler Gebirgstunnel nutzen oder ob die nur Feld für Feld ziehen. Wer weiß das? Wenn die Gebirgstunnel nutzen, dann starten wir mit ihm in Dracobulsbrook. Einmal kurz rüber, bevor die Antworten kommen. Hier vorne wollen wir weiter die Stadt runterbomben. Das geht gerade. Warum nicht? Angriffsreichweite 3. Wann ist die Stadt gehört? Wir wollen nach oben weiter durchziehen. Wir machen Angriffsreichweite 3. 1, 2, 3 Felder. Von hier aus kann man nicht auf uns feuern. Es stand das schon zu Ende durchgebombt. Ja. Ein Bombardenkorps, eine Bombardearmee platzieren wir hier rein. Und auch eine Bombardearmee, 3 Felder Entfernung, platzieren wir hier vorne hin. Hier ist schon eine Bombardearmee und das Bombardenkorps, das würde ich mir gerne in Isfahan aus. Warum kann das hier nicht hinziehen? Weil hier keine Straße ist, ne? Wir sollten eine Eisenbahn schnell bauen. Können wir mit dem Kollegen eine Eisenbahn bauen hier unten? Irgendwo war ein Militärpionier. Da vorne ist er. Können wir mit dem hier drauf bauen? Im Augenblick noch nicht. Doof. Wir können aber auch von 3 Orten aus bomben. Oder wir ziehen den erstmal bis hier vorne hin. Können die sich bewegen? Ja. Dann ziehen wir mit dem Kollegen. Der kann ja auch heilen. Machen wir das jetzt am klügsten. Die setzen wir alle eine Runde aus zum Heilen. In der Mitte ist ein Versorgungskonvoi. Ich würde gerne... Wir machen das so. Ich ziehe das Bombardenkorps. Hier hin. Und dann kaufen wir hier eine Bombarde. Gegen Salpeter. Einfach machen wir mal 10 Salpeter. Oder können wir die hier unten kaufen? In Dracobul. Nee, da ist ja der Gouverneur mittlerweile weg, der das billiger macht. Wir kaufen einmal schnell 10 ein. 10 Salpeter einmal schnell kaufen, bitte. Und dann kaufen wir hier vorne eine. Entschuldigung, eine. Bombarde hinzu, da ist sie. Und die ziehen wir uns jetzt hier rüber. Und die nächste Runde können wir die dann einsetzen und irgendwo hinziehen. Ja? Und mit dem Militärpin hier vorne, den ziehen wir schon mal ein Stückchen hier weiter oben hin. Damit wir gleich Eisenbahnen ziehen können. So. Dann
Hier wollten wir mit dem Versorgungskonvoi heilen. Der sitzt eine Runde aus. Der kann auch raufziehen und durch Plündern heilen. Wir wollen ja mit dem Bombarden runterschießen. Wir haben einen Versorgungskonvoi hier vorne stehen. Den ziehen wir ein Feld nach links. Dann heilen die hier alle. Okay? Ja? Das bleibt Fischwasch. Ist der Hut weggeflogen? Bitte mal alle Fischwasch den Hut suchen. Er meint, WB zieht zu schnell. Das war der Zugwind. Der Rest bleibt hier unten alle stehen. Der halt auch hier unten einmal aus. Den könnten wir auch oben heilen neben einem Versorgungskonvoi. Das ist allerdings riskant. Wir ziehen den hier unten hin. Da ist ein Konvoi. Den ziehen wir hier in die Stadt rein. Da kann der heilen und schnell wieder aufziehen. Am heilen, der Konvoi heilt den über Zeit. Der bleibt hier einfach vorne hier stehen und sorgt dafür, dass kein Feind durchmarschiert. Die Drohne steht mittlerweile an der falschen Stelle. Die muss zur Front rauf zu den Bombarden. Die stellen wir. Eine Drohne ist hier vorne, eine hier in die Mitte hin. Da ist schon der Militärpionier. Wir könnten die hier hinstellen. Ein Fehler mit einem Siedler in Blutschwamm. Ich weiß leider nicht genau, was du meinst gerade. Dann haben wir die Drohne, die bleiben alle hier stehen. Ich glaube, wir können mit allem stehen bleiben. Ich glaube, wir können wieder auf eine Runde weiterklicken. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir noch scouten. Ich hatte einen Siedler in Auftrag gegeben. Wo, in welcher Stadt bin ich hier? In Blutschwamm. Gucken wir uns einmal kurz an. Gott, wo ist denn Blutschwamm? Tatsächlich, danke dir. Den löschen wir. Staudamm, Handwerker vorziehen. Danke dir. Und dann haben wir noch einen zweiten Scout. Das ist ein Siedler, mit dem sind wir hier oben da unten mal hier unten unterwegs. Ja, dann haben wir hier den nächsten Spion. Den wollten wir Gegenspionage betreiben lassen hier unten. Oder wir erbeuten noch was Geld. Wir ziehen den mal hier unten hin, zwecks Gegenspionage. Ja? Der hat allerdings im Augenblick keine Erfahrung. Wir setzen den einmal im Ausland ein, um ihn zu skillen. Wir setzen den einmal nach hier oben rein, in Vidas Dungeon. Hier vorne haben wir schon Geld drin. Oder wir können ihn auch zu den Araber schicken, um da Geld zu klauen. Das geht ebenfalls. Wir schauen mal, wo die Araber sind. Dürfen wir unsere Spione im Ausland einsetzen? Wir haben die Hausregel, dass wir nur in Europa spielen dürfen. Dürfen wir deshalb auch keine Spione woanders hinschicken? Streng genommen auch nicht. Die Deutschen sind in Europa und nicht in Kasachstan. Ja, wo sind die Araber? Das hier unten sind die Polen, das ist der falsche Kontinent. Wo sind die Araber? Das sind die Georgier. Wo sind denn die Araber überhaupt? Wir wissen auch gar nicht, wo die sind, ne? Wir haben noch keine einzige Araberstadt aufgedeckt. Dann müssen wir den auch zu den Deutschen schicken. Ja? Dann schicken wir den einmal rüber. Zu den Deutschen und nach Vidas Dungeon. Und einmal vor Ort mögliche Missionen der Quellen beschaffen und dann sich ein bisschen skillen. Hier vorne wieder untergekommen mit der Bombarde-Armee. Wollten wir gleich hier oben kämpfen. Das schaffen wir gerade nicht. Wie kann man denn halbwegs da in die Nähe ziehen? Wenigstens ein Feld vor hier oben hin. Eine Runde aussetzen. Mit dem können wir Geländemodernisierung reparieren. Oder Eisen anschließen. Das sind... natürlich, wir können die Kahuka-Hügel hier überall schon bauen. Hier vorne ist noch kein einziger Kahuka-Hügel. Wir setzen den mal. Die können nur auf ebenen Feldern gebaut werden. Wir könnten hier vorne die. Den hier vorne quasi wegmachen. Wir können hier vorne den Bauernhof entfernen und da einen Kahuka-Hügel draufsetzen. Es sei denn, wir hätten hier riesige Probleme bei der Nahrung. Und die haben wir nicht. Das heißt, einmal bitte hier vorne entfernen. Nächste Runde bauen wir dann hier unseren Kahuka-Hügel. Wir gucken ganz kurz, ob wir irgendwo eine Stadt haben, in der wir einen Handwerker
Pausenmodus haben viele Städte. Und hier vorne, der wird geweckt. Der wird geweckt. Wir wecken mal alle unsere Handwerker auf und ziehen die mal durch. Der Siedler hier vorne darf sein Nickerchen machen. So. Und jetzt ziehen wir einmal mit den Handwerkern. Zwei Karuka-Hügel pro Stadt lohnen sich. Die kann man nur bauen. Hier vorne müssten auf ebenen Geländefeldern Altertumsstädte ging, Rest geht nicht. Haben hier ein passendes Geländerfeld. Ein Karuka-Hügel ist da. Den zweiten können wir im Augenblick nirgendwo hier platzieren. Der fällt weg. Können wir hier vorne ein Karuka-Hügel hinsetzen. Eine Weizenressource wäre entfernbar. Hier vorne auch eine Ausgrabungsstätte. Das ist ein Hügel, das geht nicht. Kein weiter Karuka-Hügel. Wir könnten das Feld kaufen und den hier draufsetzen. Das wäre möglich. Einmal hier hin. Das Feld dazu kaufen. Einmal die Wälder entfernen. Es ist kein Hügel und dann da drauf. Dann haben wir hier vorne noch einen. Hier ist kein Platz für einen Karuka-Hügel. Einen weiteren. Das ist alles Hügel. Geht auf Schwemmland. Eventuell hier vorne. Checken wir einmal. Eventuell hier vorne. Mit dem... Ah, noch einer von hier unten. Der bleibt hier stehen, um den Platz zu sperren. Einer ist hier hinten noch. Können wir hier zwei Karuka-Hügel. Hier, da können wir einen hinsetzen oder einen super coolen Campus setzen. Können wir rüber... Hier oben. Hier ist Platz für Karuka-Hügel. Neben einem Vulkan, da ist einer. Hier können wir auf jeden Fall hin. Mit dem Handwerker geht es hier vorne hin. Zweiter Karuka-Hügel für die Stadt. Eine lokale Annehmlichkeit hier vorne. Ein Karuka-Hügel, zwei Karuka-Hügel. Top und passt. Hier vorne können wir keinen zweiten mehr setzen. Das geht nicht. Hier hinten eventuell eine Reisressource entfernen. Einen Handwerker dorthin schicken. Schicken wir den Kollegen mal hier vorne hin. Entfernen entweder Reis oder entfernen einmal hier einmal Vieh. Eins von beiden mehr. Einen Hügel haben wir hier vorne schon. Bis wir den Campus ja jemals gebaut haben. Wenn wir mal vorübergehend hier einen Karuka-Hügel hin. Einer steht hier vorne. Wäre das wirklich der zweite in der Stadt? Nee, wir haben schon zwei. Hier gibt es schon zwei. Wir können aber... Und hier gibt es nur... Hier gibt es auch schon zwei. Das heißt, das ist Quatsch. Hier brauchen wir keinen. Wir haben hier vorne brauchen wir einen. Wir könnten... Einer ist hier in Blutegel. Der gehört zu der anderen Stadt. Den könnten wir hier vorne zugehörig. Den könnten wir hier rüber rauf tauschen. Dann mal hier die beiden. Dann können wir doch das Feld hier zu Blutlache hinpacken. Hier geht aber kein Karuka-Hügel, weil wir anscheinend sind wir kein Suzerän. Doch. Warum geht hier kein Karuka-Hügel? Geht hier kein Karuka-Hügel, weil einer schon daneben steht. Es muss immer ein Feld Platz sein. Deshalb können wir, die dürfen nicht nebeneinander stehen. Deshalb geht das nicht. Deshalb war das ein Fehler gerade. Also, wir haben jetzt keinen Schaden angerichtet. Wir ziehen mal oben hin und helfen hier oben bei der Suche halt einfach. Und die anderen können wir hier oben noch machen. Hier links können wir zum Beispiel einen hinpacken. Haben wir hier einen Handwerker in der Nähe. Den haben wir hier vorne. Wunderbar. Den ziehen wir schon mal hier rüber. Der kann hier drauf zum Beispiel einsetzen. Hier können wir gleich einen hinsetzen. Hier ist auch noch einer, der kann gleich hier einen hinsetzen. Prima, wunderbar. Das reicht wahrscheinlich schon aus. Viel mehr Plätze sollten wir nicht haben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf manuell eine Runde weiter. Wir können einmal noch feuern aus sicherer Entfernung. Eine Runde weiter. Die anderen können noch nicht feuern. Können doch schon feuern. Prima. Das sind die einzigen drei, die dank Drohne bis oben hin feuern können. Die anderen noch nicht. Das bleibt hier stehen. Plündern können wir hier noch einmal Glaubenspunkte. Und das war's. Nächstes Mal manuell eine Runde weiter mit Shift und Enter.
Jet of Space ist der Meinung, dass Bombardenfeuer sei der beste Sound im Spiel. Wer teilt diese Meinung? Wer nicht, was ist der bessere Sound? Mit dem Auto oder mit der Bahn, aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. Also vorne sind wir. Eins weiter, Feuer nochmal aus allen Rohren. Militärpionier kann tatsächlich eine Eisenbahn bauen. Und jetzt können wir die Bombardenarmee hier vorne, die wir uns eben geholt haben, hier hinziehen. Einer, zwei, drei, vier Bombardenarmeen. Und mit der fünften gehen wir einfach in die Offensive. Hier können wir notfalls heilen. Einmal hier drauf. Einmal hier drauf. Jetzt fallen wir mit fünf Bombarden hier drauf. Einmal feuerfrei. Oh. Von hier aus kann man nicht vor. Ach so, die Bewegungspunkte. Das reicht nicht. Das geht erst in der nächsten Runde. Einmal von hier aus feuern. Zweimal. Nochmal. Jetzt würde ich vorschlagen, wir ziehen schon mit den ersten Einheiten aus. Graf Dracobull hat schon ein bisschen geheilt. Zweiter Vampir zieht vor. Dritter Vampir war... Oh Gott, wo ist unser dritter Vampir? Leute, ganz schnell, wo ist unser dritter Vampir? Wo ist die Bloody Mary hier vorne? Nee, Bulla Lugosi, Bloody Mary hatte vorgezogen. Ziehen wir erstmal. Wir brauchen noch. Ja, hier oder dahin? Hier ist er eigentlich stärker. Hier ist kein Übergang über den Fluss. Das heißt, mit der Husarenarmee ziehen wir mal. Wollen wir das Aquädukt plündern? Einmal hier rein. Einmal erkunden. Hier können wir Forschungspunkte gleich klauen. Wir plündern ihn gleich durch hier. Mit dem nächsten Vampir. Ah, der kommt nicht weiter durch, aber das Feld hier vorne ist jetzt frei geworden. Dann brauchen wir einen Versorgungskonvoi an der vordersten Front. Und das ist der hier vorne. Da parken wir den. Dann brauchen wir doch einen Gouverneur hier vorne, weil es gleich ein Problem mit der Loyalität. Es kann auch sein, weil keine Einheit dran steht. Wir haben doch vorne einen Reiter. Wisst ihr was? Wir ziehen mal den einzelnen Husar hier rein. Er sorgt für den Garnisonseffekt. Jetzt liegt die Loyalität bei minus 1. Wir brauchen ja sowieso Liang irgendwann. Wir könnten uns Liang einmal holen oder wir holen uns Victor. Beides ist begründbar. Liang sind wir sicher, dass wir die irgendwann brauchen. Victor ist beweglicher. Der ist in nur 3 Runden vor Ort. Wir holen uns mal Victor. Dafür gehen wir einen Gouverneurstitel aus. Und schicken Victor nach Isfahan. Der gibt dann vor Ort sofort nicht. Er sind 3 Runden plus 8. Und dann geht die Loyalität hier wieder hoch. Ja? Wie lange Magnus ausfällt? Noch einige Runden. Ich glaube 8 oder 6. Ich habe es nicht genau im Kopf. Mehr können wir im Augenblick nicht machen. Wir müssen noch mal gucken, ob wir die Drohnen... Ob die Drohnen überall gut stehen. Nein, die müssen noch etwas weiter teilweise nach vorne hinziehen. Die Drohne sollte hier stehen. Hier steht eine Drohne. Achtung, die wird nicht mit versorgt. Wo ist die zweite Drohne? Wo seht ihr die nächste Drohne? Hier vorne. Und die sollte dann stehen, eins nach rechts. Also die sorgt im Einfeldumgebung dafür, dass die... Ich muss eins nach rechts rüber. Die muss hier hin, dann deckt die ab und die beiden werden abgedeckt durch die Drohne hier vorne. Jetzt haben wir alle versorgt und dann müssen wir nur noch mit den die Produktionen einstellen und mit den Scout-Einheiten ziehen. Der Hain ist da, das ist sehr cool. Können wir schon die Zuflucht bauen? Noch nicht, ne? Doch, 19 Runden. Sollen wir die kaufen? Bei minus 88 Gold pro Runde. Später. Ich hätte gern etwas mehr Vorrat noch. Nachher passiert irgendwas Beklopptes. Wir bauen auch hier einen Handwerker.
Bauprojekt hier vorne, Lager wurde repariert. Nächster Schritt bitte. Kaserne reparieren. Dann mit den Scout-Einheiten ziehen, einmal hier vorne. Der kommt man nicht durch. Das sehe ich jetzt schon. Einmal zurück. Nächste Scout-Einheit, der Siedler, ist hier hinten. Mit dem Wohnwagen geht der Siedler scouten und das war's. Jetzt noch eine weitere Runde. Aber das war die halbe Stunde, ne? 35, 25 Minuten, also innerhalb von einer halben Stunde kriegen wir die Stadt nicht erobert. Das war... Wir versuchen es noch einmal. Wir klicken noch mal einmal in 5 Minuten. 5 Minuten noch für die Eroberung. Ich klicke noch mal auf Shift Enter. Wir erzwingen noch mal eine Runde weiter hier. Gott. Wir müssen den Händler erst noch schnell einsetzen. Der sollte rüberziehen nach... Oh Gott, wohin sollte der hin? Wir hatten gesagt, zu irgendeiner Stadt, die uns viel Gold bringt. Das meiste Gold bringt uns die Anästhesie-Schwester. Doc Franzi, unsere Kundin-Moderatorin, nachdem diese Stadt der Sküten benannt ist. Haben wir noch einen Händler? Nein. Spione müssen wir einsetzen. Noch ein Spion. Ah, das ist zu wichtig. Wo geht der Spion hin? Da ist jeweils schon ein Spion. Die Stadt fällt zu schnell. Gibt es irgendeine Stadt, bei der wir noch einen Spion einsetzen können? Höchstens noch zu Stadtstaaten. Aber da hat man keine Mission, mit der die sich skillen können. Das ist doof. Wir müssen erst weitere Städte aufdecken. Oder wir machen mal Gegenspionage ohne Skill hier direkt in der Nähe und sagen dem Kollegen Gegenspionage bitte. Hier vorne in Dracobulsburg und da, wo die meisten Bezirke abgedeckt werden. Die Stadt selber, das Industriegebiet, der Regierungsplatz und der Staudamm auf dem Industriegebiet drauf. Hier, Gegenspionage. Jetzt erzwingen wir aber wirklich den Rundenwechsel mit Shift und Enter. Mal gucken, ob wir es jetzt binnen einer Runde schaffen hier. Ich glaube nicht. 23 Uhr. Ich habe noch 3 Minuten, um die Stadt hier oben zu erobern. Mal gucken, ob das klappt. Noch einmal feuerfrei von hier aus. Ah, das war noch nicht der Rundenwechsel. Es kommen erst nur die Einheiten, die noch einen Bewegungspunkt haben. Das ist ja nicht zu fassen hier. Was wollten wir mit ihnen hier noch schnell irgendwas reparieren? Zack, 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 zack. Eine Panzerabwehrmannschaft. Die kommen wir auch schon mal nach vorne ziehen, wenn wir das schaffen, zu einem Gebiet irgendwie weiter Richtung Frontal. Die brauchen wir alle gleich an der Front. Ja? Irgendwie dicht daran. Die sind alle cool, alle hier irgendwie frontnäher. Die stapeln sich hier. Ich will jetzt weitermachen hier. Oh Gott, wir haben nur noch 2 Minuten für den Fall der Stadt. Für eine 30-Minuten-Wette. Jetzt kommt nur eine Naturkatastrophe und klaut uns wertvolle Sekunden. Ganz schnell, schaffen wir ganz schnell. Bomben, Bomben, Bomben. Ist ja wie beim RTS gerade. Feuerfrei hier vorne drauf. Feuerfrei von hier aus. Ich verzichte auf die Beförderung. Feuerfrei. Feuerfrei von hier hinten. Feuerfrei von hier vorne. Feuerfrei von hier. Schaffen wir das? Einmal hierhin. Einmal hierhin. Einmal hierhin. Einmal hier vorne hin. Schaffen wir das? Einmal der Versuch anzugreifen. Geht das nur in dieser Runde? Ja, einmal Angriff. Nochmal Angriff. 23:09. Wir haben nur eine Minute. Eine Minute, den Angriff zu erfolgreich zu machen. Und? Eine Minute? Eine Minute? Eine Minute und? 23:09. In 30, in 29 Minuten diese Stadt eingenommen. Punktlandung. Oben sagt die Kanaluhr 23:10. 30 Minuten
Ganz im Ernst, wer hat dran geglaubt? Ich nicht. Es war möglich. Wir haben es geschafft. Wir waren die Stadt behalten. Ja. Und wenn ihr weiter vormarschieren, müssen das Lager knacken, weitere Städte im Norden entdecken. Vorziehen, vorziehen, vorziehen. Wir arbeiten mittlerweile auf mit Shift und Enter für den Rundenwechsel. Wir müssen eigentlich nur ziehen die beiden Scout-Einheiten bei den Georgiern. Mit den Deutschen haben wir auch Krieg. Wir waren da nur noch nicht scouten oder gucken. Wir können uns da was überlegen. Wir haben mehr Spione, als wir einsetzen können. Einen in der Gegenspionage, zwei bei den Deutschen. Weitere Städte haben wir noch nicht aufgedeckt, wo das geht. Wir haben so viele Allianzpartner. Wir müssen demnächst nochmal Luxusressourcen handeln. Wir haben fünf Bombardenarmeen, die hervorziehen. Wir haben zwei Drohnen. Wir haben haufenweise Versorgungskonvois. Die werden im Gänsemarsch hier gleich durchgehen. Frag mich nicht, wie. Kann aufgelöst werden. Drei Städte haben wir erobert. Und dann müssen wir hier unten gleich noch... Da war doch irgendwas, wo wir noch ein... Irgendwas noch... Wir brauchen noch irgendwo... Oh Gott, ich dachte, wir brauchten noch irgendwo... Ah ne, wir hatten das Wohnviertel hier schon gebaut. Haben wir in Dracobulsburg jetzt 23... 30 Wohnraum. Weil wir einen Sense... 30 Bürger brauchen wir. Weil das tolle Wohnviertel gebaut haben. Wir haben die Handwerkerkarte drin. Wir brauchen zwei Kahuka-Hügel pro Stadt. Handwerker sind schon automatisch unterwegs bis dorthin. Wir hatten aber eben zu viel mit Shift und Enter gearbeitet. Wir müssen uns das nochmal angucken. Das alles machen wir dann kommendes Wochenende live auf Twitch.